Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten in den letzten Tagen. Bei den letzten Prognosen war das extrem krass, wie viel Menschen da reingeguckt haben. Naja, viel Spaß jetzt auf jeden Fall mit der Prognose. Mit Nürnberg gegen Schalke geht's los. Viel Spaß. Kann man bitterer verlieren als der FC Schalke 04 zuletzt gegen die Eintracht aus Frankfurt? In der 9. Minute der Nachspielzeit machte es Jovic nach einem Handelfmeter. Hier gegen Nürnberg waren sie aber gut aufgelegt. Die Königsblauen und ausgerechnet Guido Burgstaller macht in der 8. Spielminute das 1:0 für die Gäste. Eine enge Fanfreundschaft verbindet diese beiden Teams und Guido Burgstaller kam vor einigen Jahren zu Zweitliga-Zeiten des Clubs aus Franken und dann macht er hier das 1:0 gegen den FCN. Viertelstunde gespielt, die Nürnberger unter Schommers aber wirklich eine komplett ausgewechselte Mannschaft und so kam sie hier zu einer richtig guten Chance. 16. Spielminute, Alexander Nübel zeichnet sich aus, hatte auch gegen Frankfurt einige richtig gute Paraden drin. Klar, der hier ist zentral geschossen, trotzdem, da muss man auch erstmal so aufmerksam sein. Bauer, was für ein Einwurf in den Kopf. Oder auf den Kopf, besser gesagt, von Oczypka. Und dann Burgstaller hält dann drauf. Schöne Parade von Christian Martinia. Auch er gegen Stuttgart am letzten Wochenende richtig gut. Vor der Pause dann Rudi auf Ahmet Kutucu und das 0:2. So schnell kann es dann gehen. Viel mehr machte Schalke nicht nach vorne. Mit dem 2:0 waren sie hier extrem gut bedient. Nürnberg spielte gut mit, aber sie wurden dann wieder bestraft in der Defensive. Und nach 45 Minuten sah es dann wiederum rabenschwarz für die Gastgeber aus. Und Schalke wollte nun zur Anfangsphase des zweiten Durchgangs alles klar machen. Rudi heute wieder in der Startelf dabei auf Burgstaller. Der mit dem Abschluss geht dann aber doch recht deutlich rüber. Der hatte richtig Lust, gegen seine Ex-Kollegen nochmal zu zeigen, was er kann. 3 Saisontore, klar, das ist nicht trotz einiger Verletzungen sein Anspruch. Nun über eine Stunde gespielt und der FCN wurde nochmal richtig gefährlich. Löwen in der 64. Minute mit dem Abschluss. Da ist sich Nübel relativ sicher, dass der vorbeigeht. Klar, einige Meter sind das, aber dennoch, da war er sich sehr sicher in seiner Sache. Nun aber wurden sie bestraft für ihre Passivität, die Königsblauen. 67. Minute, Hanno Behrens brachte hier das Max-Morlock-Stadion nochmal zum Beben. Der Anschlusstreffer war geschafft und dass die Schalker vor Selbstvertrauen nicht gerade strotzen, ist auch nichts Unbekanntes. Mateusz Pereira, die Hoffnung beim Club. Und diesmal macht er nicht selbst ein Tor, aber die Vorlage auf den Schweden Mikael Ishak. 5. Saisontor und 86. Spielminute plötzlich für Königsblau. Wieder fast alles durch die Finger geronnen, dieser Sand vielleicht der Hoffnung. Aber dann nochmal ein Nadelstich, wieder Guido Burgstaller mit der Flanke, die ist eigentlich zu weit und trotzdem kriegt der Caligiuri den irgendwie rumgerissen. 89. Spielminute und weil der nicht mal aufs Tor gekommen wäre, der war auch nicht als Torschuss gedacht, sehen wir gleich in der Wiederholung, bekommt Christian Martinia das Ding als Eigentor zugesprochen. Unglaubliche Szene. Und stellt vielleicht den Saisonverlauf des Clubs perfekt dar. 2:3 nach starkem Kampf muss der erste FC Nürnberg sich gegen die Freunde aus Gelsenkirchen geschlagen geben. Bei RB Leipzig läuft es aktuell rund. Eine überragende Mannschaft mit Klasse. Leistungen in den letzten Wochen und auch gegen Wolfsburg waren sie wieder richtig aktiv. Timo Werner über die linke Seite mit der Szene des Spiels schon fast in der 9. Minute. Marcel Sabitzer mit dem Seitfallzieher macht es richtig stark. Perwan, Kastels Vertreter, aber mit der starken Parade. 17. Spielminute, Halstenberg steht zum Freistoß bereit aus 19 Metern. Der läuft aber nur drüber weg. Forsberg legt ab zu Marcel Sabitzer und jetzt hatte er sein Tor. 18. Spielminute, das 5. Saisontor für den ZOM, machte das richtig klasse. Setzt den direkt unter das Dach, nicht zu halten für Perwan. Und er musste schon wieder
hinter sich greifen. Und der erste Durchgang klar in den Händen der Roten Bullen. Timo Werner legt zurück, Leimer, William kommt dazwischen, aber Szene noch nicht geklärt. Konrad Leimer bleibt dran und erobert den Ball. Halzenberg legt stark in den Strafraum, Timo Werner ans Außennetz. Das hätte hier zur Halbzeit locker 2 oder 3-0 stehen müssen. Aber zum Wolfsburger Glück war es eben nur der eine Treffer durch Marcel Sabitzer in der 18. Spielminute, der die Partie dann für die zweite Halbzeit weiter auch offen ließ. Zunächst aber nur die Gastgeber am Spielen. Werner, das geht viel zu einfach, testet Perwan. Szene noch nicht geklärt, Mukiele mit der Flanke, William dazwischen. Dann Kampel aus der Distanz. Richtig klasse Schuss, 59. Spielminute. Es war zum Verzweifeln für die Mannen von Ralf Rangnick. Verdeckter Schuss, deswegen starke Tat von Perwan. Und so hielt er seine Mannschaft im Spiel. 20 Minuten nur noch auf der Uhr. Roussillon, Giavogi und Arnold zu Brekalo. Die Flanke wird länger und länger. Weghorst nimmt ihn einmal an und drückt ihn dann über die Linie. 72. Spielminute. Der Holländer brachte die Wölfe wie aus dem Nichts zurück in diese Partie. Das Risiko, wenn man nicht erhöht, war eben hier gegenwärtig. 10 Minuten noch auf der Uhr und jetzt dieser Konter. Leipzig ging auf den Sieg und das wurde hier dann eiskalt bestraft. Durch Josip Brekalo nämlich. 81. Minute, 1:2. Und RB Leipzig wurde hier ausgekontert. Im eigenen Stadion, das tut dann immer noch mal doppelt weh. Brekalo lässt Gulaschi mit diesem wuchtigen Schuss keine Chance. Aber dann im Anschluss die Szene für Werner. Aber der kriegt aus dem Stand nicht genug Wucht auf den Schuss. Und so nochmal die Chance für Wolfsburg über die rechte Seite. Steffen bekommt den Ball, legt ihn in die Mitte und Weghorst ist einfach eiskalt. 14. Saisontor, der Neuzugang, der im Sommer gekommen ist, von dem man nicht viel wusste, aber jetzt spätestens hat er unter Beweis gestellt. Ein klasse Bundesliga-Stürmer, auf den sicherlich auch andere Teams europaweit Augen geworfen haben. Wolfsburg gewinnt am Ende glücklich mit 3:1, aber das kommt davon aus Leipziger Sicht, wenn man die Dinger nicht macht. Der VfB tat sich extrem schwer gegen den 1. FC Nürnberg. Am Ende war es ein 1:1, mit dem sie dann irgendwie zufrieden sein mussten, weil die Klubberer nicht schlechter waren als die Schwaben. Hier hatten sie aber den perfekten Beginn. 5. Minute, Anastasios Donis mit dem 1:0. Die Mercedes-Benz Arena erfreute sich an diesem schönen Schuss. Der schlägt nicht direkt im Winkel ein, deswegen sieht Radetzky nicht ganz so gut aus. Leverkusen ja zuletzt 4 Gegentore wieder kassiert gegen RB Leipzig. Dann dieser nächste Distanzschuss. Jetzt konnte sich Radetzky mal auszeichnen. 12. Spielminute, aber das war nicht so gut verteidigt von Leverkusen. Und ist jetzt tatsächlich Peter Bosch wieder geknackt worden, nachdem es am Anfang so gut lief? Wer weiß. 33. Spielminute, jetzt mal Leverkusen nach vorne aktiver. Baumgartlinger und Arangis, die Flanke kommt dann zu Bailey, aber viel mehr als der statistische Torschuss springt dabei nicht raus. Geht meilenweit am Kasten vorbei. Und nun nochmal der VfB vorm Seitenwechsel. Donis erobert da den Ball gegen Weiser. Der hatte einen Strafstoß verursacht mit einem strittigen Handspiel. Askar Sieber hier mit der Flanke. Baumgartlinger kann es erstmal rausklären. Aber der VfB bleibt dran. Eswein und dann Santiago Askar Sieber. Aber ins Fangnetz. Zumindest wieder eine offensive Aktion der Stuttgarter. Und dann gingen sie sehr zufrieden mit diesem frühen 1:0 durch Donis in die Katakomben. Und für Leverkusen wurde es jetzt im zweiten Durchgang zur Pflicht, hier mindestens 2 Tore zu erzielen. Ein Sieg ist eigentlich alternativlos, wenn man in der nächsten Saison europäisch antreten möchte. Bailey zu Schalz, Arangis und Zieler mauserte sich hier jetzt zum Superstar. 59. Spielminute, der Anfang einer überragenden offensiven Phase der Leverkusener. Stunde von der Uhr.
Und der VfB kam hinten kaum noch raus. Wendell über die linke Seite, Bailey, Alario und dann Jonathan Tah nach dem Eckstoß vorne geblieben. Testet wieder Zieler. Und wie gesagt, der wurde jetzt immer und immer wieder bemüht. Weil die Stuttgarter dem Druck der Leverkusener nicht mehr so richtig standhalten konnten. Viertelstunde aber nur noch auf der Uhr. Julian Brandt, das geht viel zu einfach und wieder Ron-Robert Zieler. An dem verzweifelten sie. Julian Brandt ist es aus dem Gesicht zu lesen. Der hält sich die Hände vor das Gesicht. Wie kann das hier nur passieren? Immer noch das 1:0 für die Gastgeber aus der 5. Spielminute. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Und jetzt Bender mit diesem Fehler. Und Beck hat aufgepasst. Legt einmal rüber zu Alexander Esswein und die Entscheidung. 80. Spielminute. Das 2:0 für den VfB. Ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, aber Bender mit dem folgenschweren Fehler. Natürlich ist das schmeichelhaft für den VfB, aber im Abstiegskampf muss es dann vielleicht auch einfach so funktionieren, wenn es spielerisch nicht läuft. Stuttgart gewinnt 2:0 gegen abschlussschwache Leverkusener. Zuletzt wähnte man sich als Fan des Sportclubs aus Freiburg in der falschen Welt, in der man dort angekommen war, die bessere Mannschaft gewesen und 5:0 im Spiel gegen Mainz verloren. Jetzt im Weserstadion zu Gast, die in rot gekleideten Gäste machten hier die bessere Anfangsphase und hatten dann in der 14. Spielminute auch den ersten Torschuss. Der wurde von Niklas Moisander dann aber noch abgegrätscht zum Eckstoß und den folgenden schauen wir uns dann auch an. Günther legt sich den Ball zurecht. 14 Spielminuten gerade von der Uhr und dann kommt da Grifo zum Kopfball. In die Arme von Pavlenka, der hält den Ball aber fest. Bis dahin von Bremen noch nicht viel zu sehen, dann aber auch mal in der Vorwärtsbewegung über die rechte Seite. Maxi Eggestein, Max Kruse und Şahin legt zu Maxi Eggestein zurück und der macht das 1:0. Erster konstruktiver Angriff der Weser-Elf. Und auch gleich der Treffer. Super Schuss von Maximilian Eggestein. Hämmert den Ball rein. Nicht zu halten für Alexander Schwolo. Nun vor der Pause drehten die Bremer nochmal auf. Klaassen fast mit dem 2:0. Hatte gegen Borussia Mönchengladbach das 1:1 per schönen Kopfball erzielen können. Hier scheitert er haarscharf mit dem linken Fuß. Und nochmal Bremen vorm Seitenwechsel. Max Kruse nochmal. Schöne Bewegung. Legt zu Milord Rashica. Der in die Mitte, Şahin verlängert. Und dann ist David Klaassen wieder da. Und wieder ganz knapp davor, seinen nächsten Treffer zu erzielen. Jetzt konnte sich Schwolo mal richtig auszeichnen. Das war eine klasse Tat mit der rechten Pranke. Fischt er den daraus. Nach 45 Minuten stand es dann 1:0. Freiburg startete besser rein, aber Bremen wurde dann deutlich stärker und verdiente sich dann damit auch die Pausenführung. In der zweiten Halbzeit Bremen souveräner und noch konstruktiver im Angriff. Gebre Selassie legt zurück und Nuri Şahin mit seinem rechten Fuß. Den scheut er in der Regel. Jetzt macht er hier in der 56. Minute damit fast das 2:0. Das war ein super Abschluss, aber der geht dann auch nur vorbei. Freiburg nach vorne jetzt wirklich harmlos. Sie konnten nicht mehr viel kreieren und so Şahin nochmal in der 60. Minute mit der Chance zum 2:0. Die Vorentscheidung oder die Entscheidung sollte bis dato noch nicht fallen, aber Bremen spielte weiter, ließ sich nicht unterkriegen und drückte auf den nächsten Treffer. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase. Schwolo schlägt den Ball weit raus, aber der kommt dann postwendend wieder zurück. Freiburg musste jetzt aufmassend machen. Eggestein zu seinem Bruder, also Jojo, der verlängert hat unter der Woche auf Maxi. Aber Schwolo fängt den Ball ab. So bleibt es bei diesem knappen 1:0, das über 90 Minuten hinweg gesehen zu knapp ausfällt, aber auf jeden Fall verdient mit 1:0 zu Ende geht. Hannover 96 ist schon so gut wie weg. 7 Punkte Rückstand auf den 16. Tabellenplatz nach 28 Spielen. Das ist wirklich eine miserable Bilanz und eine schlechte Aussicht für die Zukunft. Jetzt kam die Fohlen-Elf hier in die HDI-Arena und Florian Neuhaus, der den Treffer erzielen konnte. Gegen Bremen hatte hier auch die stärkste Möglichkeit in der Anfangsphase. Aber Michael Esser, sowas wie der
Retter in der Not für Hannover 96. Die gesamte Saison schon über, wenn der nicht drin wäre, dann würden da mehr als 65 Gegentore bislang auf der Tabelle zu sehen sein. Aber sie blieben dran, die in weiß gekleideten Gäste. Abschluss von Hazard, der ja wohl nach Dortmund wechseln wird nach dieser Saison. Der geht dann aber knapp am linken Pfosten vorbei. Nach vorne von Hannover überhaupt nichts zu sehen. Alassane Plea, Stindl legt in die Mitte zu Plea und dann wieder Michael Esser. Klasse Tat. Aber den hat man schon so oft hervorgehoben. Er ist auch natürlich viel im Fokus, das ist klar. Aber wie er teilweise die Bälle rausholt, ist dennoch auf jeden Fall überragend. Anschließender Eckstoß und jetzt war das 1:0 da. 31. Minute, Christoph Kramer mit dem 1:0, sein drittes Saisontor. Steigt da 7 Meter vor dem Tor am höchsten, hat dann von hinten zwar ein bisschen Druck, aber Philippe ist auch nicht richtig dran. Waldemar Anton fehlte, gelb gesperrt. Vor der Pause nun endlich mal die Niedersachsen. Genki Haraguchi, Bakalotz, Genki Haraguchi. Mit dem ersten Torschuss ist Hannover wieder in der Partie. Sein erstes Saisontor. So bitter für Gladbach, die hier nach 45 Minuten 3:0 hätten führen müssen. Aber am Ende steht das 1:1 und das ist definitiv zu wenig und sehr unglücklich für Hannover 96. Mehr als schmeichelhaft. Aber im zweiten Durchgang dann noch Zeit für Gladbach, das zu korrigieren. Und wenn sie Champions League spielen wollen, dann ist hier der Dreier einfach nicht zu vermeiden oder den darf man einfach nicht verlieren hier. Aber die erste Halbmöglichkeit gehörte Hannover 96. Jan Sommer passte aber auf und schmiss sich auf den Ball. Nun wieder Gladbach mit dem Zepter in der Hand. Hermann gegen Esser, der ist erstmal mit der Faust dazwischen. Hazard und dann Stindl, aber Philippe köpft das Ding weg. Gladbach brauchte eine Zeit im zweiten Durchgang, um wieder richtig gefährlich zu werden. Von Hannover nach vorne wieder gar nichts mehr zu sehen. Alassane Plea nach 83 Minuten mit dem Kopfball, aber in die Arme von Esser. Schlussphase und jetzt wurde es nochmal richtig heiß. Superball von Kramer zu Patrick Herrmann. Der hat viel Platz, sehr viel Platz sogar. Alleine dann vor Esser, alleine vor Esser. Vielleicht kann er auch in die Mitte spielen, er macht es selber und dann scheitert er. Super Parade auch von Esser wieder, aber den muss Herrmann machen. Er vertändelt hier mit den Lucky Punch, den letzten Matchball des Spiels. So gewinnt Hannover 96 hier diesen einen Punkt. Für Gladbach wird es zu wenig sein, für Hannover 96 im Abstiegskampf natürlich auch. Lange muss sich der BVB mit diesem 5:0 eigentlich nicht mehr beschäftigen. Jetzt haben sie die Chance gegen Mainz 05 im Westfalenstadion alles wieder umzubiegen. Der Dreier muss her, das ist klar. Und Reus über die rechte Seite mit viel Platz. Die perfekte Flanke und der perfekte Start. 16. Minute, Jadon Sancho mit der Direktabnahme. Mal verkehrte Welt, Sancho in der Mitte und Reus über außen. Die tauschten immer wieder Positionen und damit kamen die Mainzer in der Frühphase dieser Partie nicht wirklich klar. Die gewann zwar mit 5:0 gegen Freiburg, aber das Ergebnis trug dann doch ein wenig. Aber sie hatten den wichtigen Dreier dort eingefahren. Nächste Aktion wieder der BVB. Donati kann es nicht richtig klären. Der BVB bleibt dran. Delaney mit der super Vorlage auf Wolf. Heute über die rechte Seite trifft dann nur die Latte, aber es wäre auch abseits gewesen. Die Fahne ging hoch, Treffer hätte nicht gezählt. Rechts wieder Piszczek in der Verteidigung. Der machte heute eine sehr stabile Leistung. Halbe Stunde jetzt gespielt, wieder der BVB von Mainz nach vorne nahezu nicht zu sehen. Marco Reus legt raus, Piszczek, Wolf, das sind schöne Ballstaffetten und dann Mario Götze mit dem Abschluss. 32. Minute. Der nächste Treffer wäre hier eigentlich überfällig gewesen. Aber er sollte noch nicht da sein. Anschließender Eckstoß wieder mit Gefahr. Reus führt kurz aus. Sancho mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Auf den Fuß von im Endeffekt Piszczek fällt der Ball. 34. Minute, aber
Dann war da Alexandru Maxim dazwischen, hält die Wade rein und damit das 1:0 erstmal fest. Starkes Spiel der Dortmunder, die erholten sich scheinbar von der Pleite gegen die Bayern. Nun wurde Mainz aber auch nach vorne endlich mal vorstellig. Da hatte man eine Stunde drauf warten müssen als Fan der Gastmannschaft. Donati setzt sich im Kopfballduell durch und dann Boetius, Bürki aus der kalten Hose. Das erste Mal wirklich gefordert in der 62. Spielminute und das macht er dann richtig stark. Er konnte einem gegen die Bayern einfach nur leid tun. Hier fischt er das Ding richtig stark raus. Der zweite Durchgang war dann highlightarm. Auch der BVB machte nicht mehr so viel nach vorne, weil Mainz in der Defensive zumindest etwas kompakter stand. Thomas Delaney dann mal aus Spitzenwinkel, hätte vielleicht auch den Weg in die Mitte suchen können. Dennoch ein gefährlicher Abschluss. Florian Müller ist aber da und fischt den aus dem kurzen Eck. Viertelstunde noch auf der Uhr. Nochmal die Schwarz-Gelben. Marco Reus dribbelt sich dann ein bisschen zu einfach durch, der Abschluss dann. Aber auch wieder ins kurze Eck. Da ist Müller wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dennoch wurde es für die Mainz am Ende nicht mehr gefährlich. Ein 1:0 des BVB, der erstmal wieder Selbstvertrauen gibt. Sie hätten höher gewinnen können, aber am wichtigsten ist erstmal der Dreier. Hoffenheim ließ in dieser Saison lange die Effizienz vermissen und die Effektivität vor allem auch. Mittlerweile haben sie das aber abstellen können. 4:0 zuletzt in Augsburg, davor 4:1 zu Hause gegen Leverkusen. Jetzt kam die Hertha aus Berlin in die Pre-Zero Arena. Die hatten hier den besseren Start. Davy Selke in der 16. Minute wird gerade noch so von Kevin Vogt geblockt. Und die Hertha hat auch mal wieder abzuliefern. Zuletzt 1:2 zu Hause gegen Düsseldorf. Der anschließende Eckstoß und Matthew Lecky in der Mitte zum 1:0. 17. Spielminute, sein drittes Saisontor, der Australier hier erfolgreich. Nickt das Ding ein. Baumann kriegt nicht mehr rechtzeitig die Hände zum Ball hochgerissen und so nicht die unverdiente Führung für die Hertha. 26 Minuten von der Uhr, gefährlicher Standard. Salomon Kalou und da ist wieder Matthew Lecky. Kopfballungeheuer, zumindest an diesem Tag. 2:0 für die Hertha, die machten aus ihren Chancen fast das Maximale. Von Hoffenheim nach vorne bislang fast gar nicht zu sehen. Was war mit der Qualität, mit der überragenden, die sie auf jeden Fall in den letzten Wochen immer wieder aufzubieten hatten. Das ist Salomon Kalou und jetzt war wirklich jeder Ball drin. 34. Minute und es stand 3:0. Der Ivora hämmert dann drauf, hat Glück, dass der vom Aluminium ins Tor springt. Eine rabenschwarze erste Hälfte für Hoffenheim. Ein Tor zu hoch auf jeden Fall, dieser Rückstand. Verdient war er aber allemal, weil nach vorne fast gar nicht zustande kam. So kennt man die Sinsheimer auf jeden Fall nicht. Jetzt im zweiten Durchgang aber streckten sie sich, hatten auch noch einiges zu tun. Wir sind schon in der 70. Minute. Kader Rabeck mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Kramaric dann mit dem gefährlichen Kopfball. Aber Rune Jahrstein ist da und kann ihn rausfischen. Ballbesitzstatistik eventuell oben gerade gesehen. Ausgeglichen. Also darauf kam es hier nicht an. Der anschließende Eckstoß jetzt. Und das Adam Scholloy auf der Linie klärt dann wieder Jahrstein. Die Sache noch nicht geklärt. Kramaric dann im 1 gegen 1, aber nur der zweite Sieger. Viertelstunde noch knapp auf der Uhr mit Nachspielzeit. Scholloy auf Ishak Belfodil und jetzt war das 1:3 zumindest schon mal hergestellt. 78. Spielminute, 14. Saisontor. Mit seinem lupenreinen Hattrick gegen den FC Augsburg konnte er sich eine breite Brust erarbeiten. Die sah man heute aber deutlich zu selten. Aber nochmal die Sinsheimer. Andrej Kramaric legt den Ball clever zurück zu Adam Scholloy und der Ungar in der 89. Minute mit dem 2:3. Sollte das tatsächlich für die Hertha jetzt noch komplett in die Hose gehen, ging es im Endeffekt nicht, denn das war die letzte nennenswerte Aktion. 2:3 verliert Hoffenheim im guten Kampf in der zweiten Hälfte. Hätten sie sich den Punkt auch verdient gehabt, in der ersten Hälfte war es einfach zu schwach. Eine Gala-Vorstellung des FC Bayern München war das zuletzt gegen Dortmund, aber Fortuna Düsseldorf darf man natürlich auch nicht einfach so
mal daher reden, nicht so unter den Teppich kehren. Was die in dieser Saison spielen, ist einfach überragend. Im Hinspiel gab es ein klasse 3:3. Dodi Luke Bacchio war es da dreifach, der die Bayern zu der Verzweiflung brachte. Und hier hatten die Gastgeber die bessere Partie erstmal auf den Füßen, auf dem Schlappen. Die Bayern etwas ungeordnet in der Defensive. Bormuth passt auf und da der Kopfball von Rufen Hennings, aber in die Arme von Manuel Neuer. Bormuth heute in der Startaufstellung über die linke Verteidigungsposition. Gieselmann musste zuletzt verletzt gegen die Hertha raus. Dann Lewandowski, der sich hier mal durchsetzt. 10 Minuten vor der Pause und dann die gefährlichste Aktion des Rekordmeisters. Rensing ist, glaube ich, noch mit den Fingerspitzen dran. Es ging dann mit dem 0:0 zur Halbzeitshow, zur Halbzeitpause. Das war kein sonderlich überzeugender Auftritt der Münchner. Und Düsseldorf spielte weiterhin richtig gut und mutig nach vorne. Benito Rahman mit der Flanke. Und das Rufen Hennings mit dem 1:0. 48. Spielminute. Irgendwie hatte sich das angedeutet. Das lag immer so ein bisschen in der Luft. Und jetzt war es da. Süle springt nicht im richtigen Moment hoch und Rufen Hennings ist ein klasse Stürmer beim letzten Heimspiel gegen Gladbach mit einer überragenden Leistung. Aber der FC Bayern München hier wieder gefestigt, schüttelte sich kurz und dann mit dieser Chance in der 55. Minute. Leon Goretzka muss es hier eigentlich direkt ausgleichen. 7 Minuten nach dem Rückstand kommt er alleine vor Rensing zum Schuss. Der feiert sich, aber das war auch kein platzierter Abschluss. Stunde gespielt, wieder die Bayern. Leon Goretzka, Martinez, der hat die Übersicht. Und Thiago feuert dann aus 16 Metern drauf. Sein drittes Saisontor, der Spanier brachte die Münchner wieder in die Partie. Siege aktuell in dieser Saisonphase unabdingbar. Aber es stand jetzt erstmal nur 1:1 beim letzten Auswärtsspiel. In Freiburg lagen sie auch zurück. Kam über das 1:1 dann nicht mehr im Breisgau hinaus. Jetzt 20 Minuten aber auch nur noch auf der Uhr und wieder spielte die Zeit gegen sie. Fortuna Düsseldorf mit einer klasse Leistung jetzt in der Defensive immer und immer wieder gefragt. 72. Minute, Marcin Kaminski ist aber dazwischen und verhindert, dass Thiago hier zum Doppelpack kommt. War mit der Schulter gespielt, abgewehrt, nicht mit der Hand. 10 Minuten noch auf der Uhr. Man merkte Düsseldorf an, wie viel sie hier investiert hatten. Und dann Lewandowski zu Leon Goretzka und das 1:2. Ärgerlich für Düsseldorf. Aber sie erlagen jetzt dem Druck der Gäste. 10 Minuten vor dem Ende ziehen dann die Bayern doch noch den Kopf aus der Schlinge. Drehen diese Partie gegen richtig starke Düsseldorfer. Das darf man nicht vergessen. Die haben hier eine klasse Partie hingelegt, verlieren aber mit 1:2. Eintracht Frankfurt beendet gegen den FC Augsburg in der Commerzbank Arena den 29. Spieltag. Es war im ersten Durchgang eine zähe Partie. Frankfurt versuchte nach vorne zu spielen, aber man sah, dass die Europa League noch in den Knochen steckte. Das ist hier jetzt mal Ante Rebic mit dem Flankenball, aber der konnte von Jonathan Schmid ohne größere Probleme geklärt werden. Da Costa dann nochmal mit der Ungenauigkeit und dann war die Szenerie schon wieder bereinigt. Auch Augsburg nicht sonderlich gefährlich nach vorne. Die müssen erstmal wieder Aufbauarbeit leisten nach dem 0:4 zu Hause gegen Hoffenheim. Eine desaströse Partie, die die in weiß gekleideten Gäste dort ablieferten. Jetzt aber mal ein Einwurf von der linken Seite. Max bringt dann die Flanke rein und in der 27. Minute hatten wir dann auch den ersten und auch gefährlichsten Torschuss des ersten Durchgangs. Gregoritsch mit dem Kopfball, aber kein Problem für Kevin Trapp. Eintracht Frankfurt noch mit viel Potenzial nach vorne zu spielen im zweiten Durchgang und das wollten sie dann nun auch endlich entfalten. 5 Minuten knapp gespielt im zweiten Abschnitt, jetzt auch wirklich mit vernünftigen Passstaffetten und guten Angriffen. Jovic auf Paciencia, da ist dann Danzo dazwischen. Ansonsten hätte es hier schon richtig gefährlich werden können. Heute stand die Verteidigung der Fuggerstädter durchaus stabil und dementsprechend konnte Frankfurt noch nicht wirklich erfolgreich werden. Aber der Druck wurde weiter erhöht. Dazu sind sie in der Lage, immer noch mal einen Gang hochzuschalten. Hinteregger mit der Flanke gegen seinen Ex-Club Rauwe Leo. Erstmal dazwischen Luka Jovic und dann
Eine starke Tat von Gregor Kobel. Das hätte jetzt der 1:0-Führungstreffer sein können. Raube Leo kommt nicht mehr ran und dann Kobel. Super gemacht. Vielleicht wäre er auch nur an den Pfosten gegangen. Es war aber auf jeden Fall durchaus wichtig, dass Kobel da ranging. Viertelstunde noch auf der Uhr. Nochmal ein Gang höher bei Frankfurt. Rebic, aber Kobel ist dazwischen. Dann Paciencia aus der kurzen Ecke im Spitzenwinkel. Kriegt da den nicht mehr aufs Tor gerissen. Und hier wieder die Führung auf jeden Fall denkbar gewesen. Vielleicht sogar notwendig. Schlussphase schon. Nochmal Frankfurt. Sie wollten hier den Lucky Punch, der gar nicht so lucky gewesen wäre im Endeffekt. Dann so. Ist dazwischen der Kopfball von Rebic, aber Gregor Kobel passt auf und hält das 0:0 fest. Der zweite Durchgang der Frankfurter war richtig stark und hätte dann auch den Dreier verdient gehabt. Im ersten war es viel zu wenig und Augsburg wird damit dann sehr gut leben können, hier einen Punkt aus Frankfurt entführen zu können. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao. We'll be right back.